Hi, ich bin Saki. Als ich 2014 zum ersten Mal die Outdoor-Messe in Friedrichshafen besuchte, konnte ich dort die allererste Modellversion der außergewöhnlichen Drawma-Hängematte von Amok Equipment bestaunen. 2 Jahre später bekam ich dann die Möglichkeit, euch die Modellversion Drawma 3.0 hier auf meinem Gear-Kanal im Detail vorzustellen. Und jetzt, etliche Jahre später, gibt es die Hängematte noch immer und ist mittlerweile in der Modellversion 5.0 angekommen. Und neben der Standardversion Drawma 5.0 bietet Amok Equipment mittlerweile auch noch eine Ultraleicht-Version der Drawma Hängematte an und die möchte ich euch heute vorstellen. Hier habe ich sie und erste Besonderheit, mittlerweile bietet Amok Equipment seine Hängematten in jeweils 2 verschiedenen Größen an. So auch bei der Ultralight. Es gibt sie in der Standardversion für Personen bis 1,85 Meter Körpergröße und dann in einer XL-Version für Personen, die über 1,85 Meter groß sind, bis zu 2,10 Meter groß. Und das finde ich richtig klasse, denn als ich damals die Drawma 3.0 vorgestellt habe, da war die zwar ziemlich cool, aber sie hätte für mich ein klein bisschen länger sein können. Ich persönlich bin 1,87 Meter groß und dementsprechend habe ich mich hier bei der Drawma Ultralight jetzt natürlich für die XL-Version entschieden. Ich habe das Set nachgewogen und bin auf 912 Gramm gekommen, minimal mehr als vom Hersteller angegeben. Das ist erstmal eine ganze Menge Gewicht für eine Hängematte, muss man sagen. Aber Drawma-Hängematten sind nicht mit normalen Hängematten vergleichbar, wie du gleich sehen wirst, falls du noch nichts von den Vormodellen gehört oder gesehen hast. Und was man auch bedenken muss, hier drinnen befindet sich nicht nur eine Hängematte, sondern eine Hängematte mit komplettem Moskitonetz, mit Baumgurten und Ridgeline. Also ein Rundum-Sorglos-Paket. Legen wir los. Ich öffne hier einmal diesen Gurt und dann holt man als erstes die Baumgurte heraus. Und die werden logischerweise als erstes an 2 geeigneten Bäumen befestigt. Sie werden mit einem Klettband, das fest an den Baumgurten angebracht ist, befestigt. Also einmal lösen. Und dann gibt es auf der einen Seite des Baumgurts jeweils so eine Lasche hier. Den Gurt mit der Lasche um den Baum legen und dann den Baumgurt einmal durch die Lasche ziehen. Und festziehen und dann natürlich in der Höhe passend platzieren. Bei mir ist das etwas über Kopfhöhe, damit habe ich die besten Erfahrungen. Das gleiche natürlich am zweiten Baum. Das Ende mit der Lasche um den Baum. Den Gurt durch die Lasche ziehen. Festziehen und in der Höhe platzieren. Jetzt wird die Hängematte eingehangen. Dafür gibt es 2 Metallösen, die so als erstes herausschauen. Ein Farbcode markiert die Seiten. Ja, hier jetzt die Baumgurte einhängen, wie gezeigt. Und dann geht's auf die andere Seite. Baumgurt einhängen und festziehen. Natürlich auch auf der anderen Seite festziehen. Ja, und wenn die angebrachte Ridgeline schön gerade und straff ist, dann hast du die Hängematte auch wunderbar ausgerichtet. Wie du siehst, berührt die Hängematte beim Aufbau niemals den Boden. So bleibt der Hängemattenstoff schön sauber, schön trocken und frei von Zecken. Jetzt sieht das alles aber natürlich noch ein bisschen komisch aus für eine Hängematte. Und das liegt daran, dass man für die Drawma zusätzlich eine aufblasbare Isomatte benötigt. Denn erst die gibt dieser Hängematte ihre eigentliche Form und Stabilität. Und wenn man eine Drawma wie ich in der Größe XL hat, dann benötigt man natürlich auch eine Isomatte in der Größe XL. Optimalerweise eine Isomatte mit einer Länge von 220 cm. Ich war überrascht zu sehen, dass Amok Equipment mittlerweile auch eigene Isomatten im Angebot hat. Und zwar Isomatten, die perfekt für die Verwendung mit den Drawma Hängematten ausgelegt sind. Ich habe hier die Fjoll Ultralight, die es ebenfalls in einer Standardgröße gibt mit 198 cm Länge und in einer XL-Größe mit 220 cm Länge. Das hier ist natürlich die XL-Version und die hat ein Gewicht von 754 Gramm. Wieder nicht wenig für eine Isomatte,
aber die Fjord Ultralight XL hat es wirklich in sich. Ich pumpe es erstmal auf. Im Lieferumfang befindet sich die sehr robuste Isomatte, hier in Schwarz, ein Pumpsack, hier in Rot und natürlich ein Packsack. Im Packsack versteckt noch ein kleines Zusatztäschchen mit einem Reparaturkit. Wer meint, dass er Packsack und Reparaturkit nicht braucht, der kann beides zu Hause lassen und spart dann 27 Gramm. Die Funktion eines Pumpsacks ist den meisten wohl klar. Ans Mattenventil anklipsen und dann die Matte aufpumpen. Und zum Schluss noch ein paar Pumpstöße mit der Lunge. Ja, und ich denke, jetzt sieht man auch, wo das Gewicht herkommt. 220 cm Länge, das ist natürlich nicht wenig. Ich glaube, das Ding hier ist die längste Isomatte, die ich jemals für den Outdoor-Bereich gesehen habe. Dazu kommt eine extrem bequeme Dicke von 9 cm und eine Amok High Loft Synthetik Isolierung im Innern, welche der Fjord Ultralight einen R-Wert von 3,5 spendiert. Sie eignet sich also bis zu Temperaturen von minus 7 Grad Celsius. Nicht schlecht. Viel wichtiger ist jedoch der Grundaufbau der Matte mit Längskammern von oben nach unten, denn nur damit bekommt die Drawma eine ausreichende Steifigkeit in Längsrichtung. Und die ist sehr wichtig, um einen der Pluspunkte dieser Hängematte überhaupt zu erreichen, aber dazu gleich mehr. Die Isomatte wird von der Fußseite her in die Drawma geschoben. Dafür gibt es hier am Fußende ein extra Einschubfach. Und damit nichts verrutscht, gibt es hier dann nochmal so ein extra Täschchen. Und dann sitzt sie perfekt. Und das ist es. So wird aus der Drawma ein absolut exklusiver Outdoor-Schlafplatz. Ich habe die Drawma jetzt schon mehrere Male aufgebaut, bin aber jedes Mal wieder total begeistert von der schieren Größe dieses Schlafplatzes hier. Das ist wirklich wahnsinnig viel. 2,20 Meter, das ist ein regelrechtes Outdoor-Bett. Und Outdoor-Bett, das ist hier wirklich genau der richtige Name. Dann werde ich jetzt mal einsteigen. Ich zeige euch mal die Technik, die Amok Equipment empfiehlt, um in die Drawma hineinzukommen. Und später zeige ich euch meine persönliche Technik. Ja, und ich denke, jetzt wird klar, warum ich die Drawma-Hängematten als außergewöhnlich bezeichne und warum sie nicht mit normalen Hängematten vergleichbar sind. Denn bei der Drawma bietet sich einem eine nahezu ebene Liegefläche, als wenn man in einem Bett liegen würde. Und das ermöglicht wiederum alle möglichen Schlafpositionen auf dem Rücken, auf der Seite und wer will, sogar auf dem Bauch. Sowas ist in einer normalen Hängematte nicht möglich. Und für Personen wie mich, die sich nachts sehr viel drehen, ein wahrer Luxus. Und das auf einer so riesigen Liegefläche, das ist hier draußen einfach Luxus pur. Aber es gibt noch viel mehr, gehen wir ins Detail. Durch den Einsatz einer Isomatte ist ein Underquilt natürlich absolut unnötig. Hier ist man optimal vor der Kälte von unten geschützt. Das Fußteil ist wie ein kleiner Fußsack geformt, sodass man hier nicht nach unten rutschen kann. Hier an den Seiten Einschubtaschen für Kleinkram. Jeweils rechts und links. Auf der rechten Seite darüber noch eine kleine Einschubtasche für Flaschen und ähnliches. Und auf der anderen Seite dafür der mit einem Clip fest angebrachte Packsack der Hängematte, der ebenfalls
als Tasche in der Hängematte verwendet werden kann. Und selbst hier oben kann noch Ausrüstung untergebracht werden. Hier oben das fest angebrachte Mückennetz, das ich verwenden kann, ohne aussteigen zu müssen. Ich ziehe es einfach über die Ridgeline und schließe dann die rundherum verlaufenden Reißverschlüsse. So ist man vor kleinen Krabbern und Stechinsekten perfekt geschützt, ohne sich eingeengt zu fühlen, denn hier ist eine Menge Platz drin. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass das Mückennetz hier gerade auf der Kopfseite auf dem Kopf aufliegt. Aber auch dafür hat Amok Equipment eine Lösung parat. An Kopf und Fußende findet man so kleine Einschübe, einmal hier oben und einmal hier unten. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel ein kleines flexibles Stöckchen einstecken, einmal unten und einmal oben, was das Mückennetz dann aufspannt. Im Shop von Amok Equipment wird aber auch das sogenannte Pole Set angeboten. Es besteht aus zwei zweiteiligen Aluminiumstangen, die man so zusammenstecken kann, und so erhält man dann ein vorgebogenes Setup. Und hier jetzt das gleiche, einmal unten einschieben, einmal oben einschieben und fertig. Und schon liegt das Netz nicht mehr auf meinem Gesicht. Das Durchhängen hier kann ich jetzt aber auch noch verbessern. Hier oben an der Ridgeline findet sich ein kleiner Ridgeline-Bag, in dem man zum Beispiel eine Lampe einstecken kann, um sich abends noch ein bisschen Licht zu machen. Und dieses Gummi hier, an der einen Seite besitzt es diesen Haken, und den hake ich nun hier hinten auf der Kopfseite ein. Hier sieht man den Pole. Und dann ziehe ich das Ganze etwas straff. Und schon hängt das Netz nicht mehr durch und ich habe schön Platz über dem Gesicht. Ah, das ist gerade so gemütlich. Aber ich will euch ja noch mehr zeigen. Dafür gehen wir jetzt nach draußen. Das heißt, ich steige erstmal wieder aus. Und dabei zeige ich euch gleich mal, was meine Technik ist, um in die Amok Drawma rein und rauszukommen. Meiner Meinung nach viel einfacher. Ich zeige euch nochmal den Weg rein und ganz kurz, wie ich mein Gewicht verlagere. Ich sitze dann quasi auf Höhe hier dieser Tasche, so halb auf der Matte und halb hier in diesem Bereich, und dann klappt das wunderbar. Seht selbst. Okay, was wollte ich euch noch zeigen? Die Baumgurte. Sie haben eine Länge von 290 cm. Man kann also schon zwei Bäume auswählen, die relativ weit auseinander stehen. Gurte und Aluminiumschnallen machen einen sehr stabilen Eindruck. Alles ist ziemlich gut durchdacht, bis hin zu einem Tropfstopper, damit kein Wasser hier entlang rinnt und die Hängematte nass macht. Und die Hängematte an sich besteht aus Amolite 20 Material und verträgt ein maximales Benutzergewicht von 120 Kilogramm. Aber mir persönlich gefallen diese ganzen Liegeoptionen am besten. Aber in der Drawma kann man nicht nur liegen. Auf jeder Seite befinden sich zwei Einstellungsgurte. Und mit denen kann ich mir die Drawma so einstellen, dass ich von einer liegenden in eine sitzende Position wechseln kann. Oh.
perfekt, oder? Absolut genial zum Chillen, wenn Schlafen noch nicht angesagt ist, man sich aber noch ein bisschen die Gegend anschauen möchte. Ein klasse 360 Grad Panoramablick. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ach ja, es könnte regnen. Wer draußen in der Hängematte übernachten will, der braucht wahrscheinlich irgendwann auch ein Tarp. Ein passendes Tarp für die Drawma-Hängematten hatte Amok Equipment schon immer im Angebot. Jetzt passend zur Ultralight gibt es natürlich auch ein Ultralight-Tarp. Es nennt sich Skjold 10 Ultraleicht und ich habe hier ein Gewicht von 525 Gramm gewogen, inklusive fertig angebrachter Abspannleinen und Heringen. Hier das Tarp und in einer kleinen Extratasche die Heringe. Wie bereits angedeutet, sind Abspannleinen bereits fertig angebracht. Auch sie mit so einem kleinen Klettband jeweils gesichert. Ja, und dann wird aufgebaut. Und schon hat man einen riesigen, regendichten Shelter. Das Tarp hat die Maße von 3,80 m x 3 m, ist also wirklich ausgesprochen groß. Laut meinen Informationen ist es 30% größer als das Vorjahresmodell, um einen noch besseren Schutz zu bieten. Bei der Form sind das etwa 10 Quadratmeter Abdeckungsfläche. Das Hauptgewebe ist ein 15D DRS-Nylon mit einer 3000 mm Wassersäule. Und immer gut reflektierende Abspannleinen und Heringe. So bleibt es in der Drawma auch bei miesem Wetter immer schön gemütlich. Zum Abschluss vielleicht noch mal was zum Thema Ultralight. Ich habe hier ja das Ultralight-Hängematten-Setup von Amok Equipment vorgestellt. Und mancher Zuschauer wird sich denken, Mensch, bei den Gewichten, die der Saki da genannt hat, was ist daran denn bitte ultraleicht? Und das ist natürlich berechtigt. Denn wenn man vergleichbare Trekking-Hängematten-Setups nimmt mit ähnlichem Wetterschutz, heißt also Schutz von unten vor der Kälte und ein großvolumiger Wetterschutz von oben als Tarp, dann gibt es da leichtere Optionen. Aber vergleichen wir das Ganze doch mal mit einem ganz normalen Standard-Setup, wie ich es zum Beispiel in meinem Ausrüstungsschrank habe. Es besteht aus einer meiner Lieblingshängematten mit ebenfalls ansippbarem Insektennetz und schon befestigten Mini-Karabinern und diese Hängematte wiegt 595 Gramm. Dann ein paar meiner Lieblingsbaumgurte, die wiegen 242 Gramm. Dann ein Underkilt als Schutz vor Kälte von unten, das wiegt bei mir 1310 Gramm. Und ein spezielles Hängematten-Tarp mit 419 Gramm. Das bedeutet, mein derzeitiges vergleichbares Hängematten-Setup wiegt 2566 Gramm. Jetzt das Amok Equipment Ultralight Setup. Die Drawma UL in der Größe XL wiegt 912 Gramm. Extra Baumgurte brauche ich hier nicht, denn die sind schon Bestandteil der Hängematte. Dazu dann die 2,20 Meter lange Isomatte mit 754 Gramm und das Ultralight Tarp mit 525 Gramm. Macht zusammen 2191 Gramm. Das sind 375 Gramm weniger. Und ich habe bei der Drawma sowie bei der passenden Isomatte jeweils die XL-Version gewählt. Ansonsten wäre das ganze Set nochmal leichter. Das Drawma Tarp hat 380 x 300 cm, mein bisheriges dagegen nur 340 x 280 cm. Auch hier also nochmal ein Plus auf der Drawma-Seite. Mein bisheriger Underquilt ist bis zu einer Minimaltemperatur von plus 5 Grad Celsius geeignet. Die dicke Drawma-Isomatte schützt dagegen bis zu minus 7 Grad im Maximum.
Und eben nicht zu vergessen, mit dem Drawma-Set hat man eine regelrechte Luxushängematte mit sehr vielen Features und einer nahezu ebenen Liegefläche. Das ist schon ein sehr großer Unterschied und trotzdem ist das Drawma-Set in seiner Ultralight-Version leichter als mein bisheriges Hängematten-Setup. Aber natürlich sind 2,2 Kilo Gesamtgewicht des Setups nicht ultraleicht. Besonders nicht, wenn man sich die leichtesten Konkurrenzprodukte auf dem Markt zusammensucht und das dann vergleicht. Aber in dem großen Gesamtangebot von Amok Equipment ist das eben das Ultraleicht-Setup gegenüber dem Gewicht der Standard-Drawma-Produkte und dementsprechend darf dieses Setup hier auch meiner Meinung nach den Namen Ultraleicht im Namen tragen. Ja, das ist das Ultraleicht-Hängematten-Setup von Amok Equipment, ein geniales und definitiv außergewöhnliches Hängematten-System, das von Amok Equipment immer weiter verbessert wurde. Macht's gut!